Sie wollen eine Entkriminalisierung des Cannabiskonsums erwirken, um damit einen besseren Kinder- und Jugendschutz, aber auch einen besseren Gesundheitsschutz zu erreichen. Apotheken sind der Ort, wo Arzneimittel abgegeben werden. Das heißt, sie dienen der Gesundheit der Patientinnen, Kundinnen und dort hat ein Genussmittel wie Cannabis nichts zu suchen. Darüber hinaus ist jetzt so ein Signal gesetzt, bis 30 Gramm ist okay. Wir haben in den letzten Jahren Zuwachs gesehen, dass Leute sich auch benebelt hinter Steuer setzen und somit auch eine Gefahr im Verkehr darstellen. Selbst viele Touristen, die kommen hier und fragen danach. Natürlich verkaufe ich das nicht und sage ich auch. Und wenn es soweit ist, ich hoffe, dass ich auch solche Kunden bedienen kann.